So, hier meine Spanakopita Blattspinat. 500 Gramm benötigen wir. Das finden Sie in den Supermarkt oder im Markt. Überall zu kaufen. Dann als nächstes Frühlingszwiebel, die Wurzel vorne abschneiden am Ende und auch die erste Haut. Ganz wichtig, Frühlingsbund. Und hier schon vorbereitet, der Bund Dill klein geschnitten. Wichtig hierbei, immer waschen, sauber machen, auch weil Sand sein könnte. Dann kommt als nächstes Schafskäse oder Hirtenkäse, 250 Gramm, kann man sich aussuchen, was man möchte. Hier dann zwei Eier. Das alles zusammen geht dann in die Schale rein, rühren mit 4 Esslöffel Olivenöl, schön rühren und dann ist es schon fertig in die Schale. Ja, wie gesagt, bisschen Salz, wenn man will, und Gewürzmischung. Ja, und dann schön rühren, immer wichtig. Und dann kommt gleich nochmal ein Bild, so sieht es dann aus. Ja, Blätterteig kommt dann auf das Blech. Wichtig hierbei ist nicht vergessen, mit einem Pinsel ein bisschen Öl einfetten. Blätterteig ist dann vorbereitet. Jetzt kommt die Schale mit dem Inhalt, Blattspinat, Frühlingszwiebel, Schafskäse und Hirtenkäse. Schön verteilen, schön rühren. Eine Höhe versuchen zu kriegen, dann soll das so aussehen. Dann kommt der Oberteil, das zweite Blätterteig, kommt oben drauf, schön Abschluss finden, schön verteilen und dann mit dem Pinsel nochmal oben Öl einölen mit Olivenöl oder, wenn es nicht haben, Sonnenblumen oder Pflanzenöl. Ja, dann ist es soweit fertig. So sieht es dann, wenn es im Ofen ist. Und so sieht es, wenn man es zum Essen fertig ist. Dann schmeckt das sehr gut. Ja. Das war jetzt die Spanakopita. Als nächstes kommt jetzt hier die Prasopita, Lauchpita. So, dann kommen 3 Lauch ein mit 8 bis 900 Gramm. Wichtig ist hierbei die Wurzel abzuschneiden und auch das Ende. Und aus meiner Sicht auch die erste Haut kann ich empfehlen abzuziehen, weil dort sehr viel Sand sich befindet. Und gut abwaschen, ganz wichtig. Ja, hier nochmal gezeigt. Dann haben wir Schafskäse und Hirtenkäse. Wir können aussuchen zwischen den beiden. 250 Gramm. Schon vorbereitet in der Schale. 3 Lauch sind drin. Und dann ein Esslöffel Olivenöl nehmen. Mehr nicht in die Pfanne. Wenn Sie kein Olivenöl haben, dann halt Sonnenblumenöl oder was auch immer Sie an Öl da haben. Gut verteilen in der Pfanne und so 5 Minuten dünsten lassen. Jetzt bereite ich das Blech schon vor. Auch hier das Blech einschmieren mit Olivenöl. Oder wenn Sie das nicht möchten, können Sie auch Backpapier aufs Blech legen und dann Blätterteig. Dann gut verteilen den Blätterteig aufs Blech. Dann Schüssel nehmen und dann kommt noch Schafskäse drauf, der geschnitten in kleinen Stücken oder Hirtenkäse, je nachdem. 4 Esslöffel Olivenöl noch drauf, das verfeinert den Geschmack. Ein Ei noch drauf und danach würde ich sagen gut rühren und Sie können natürlich auch Gewürzmischung drauf machen. Wie gesagt, einfach nochmal gut durchrühren. So, dann aufs Blech verteilen, auf den Blätterteig, gut verteilen, gleiche Höhe, alles benutzen, nicht sparsam sein, komplett alles drauf, gut verteilen und ja. Dann kommt schon der Blätterteig, der obere Teil schon oben drauf. Den auch gut drauf drücken. Gut die Ränder zumachen, mit Abschluss finden, also verkanten. Ganz wichtig.
Und dann kommt als nächstes, ich nehme gerne Butter, ich lasse sie ein bisschen aufweichen und verteile dann, wenn sie weich geworden ist, mit dem Pinsel oben. Mit der Butter finde ich am schönsten. Drauf gut verteilen. Und dann am Schluss entweder für 6 oder 8 Personen leicht anritzen, Blätterteig. Und dann nochmal so ein bisschen, auch nochmal ein bisschen drüber schmieren. Butter leicht, aber nicht zu viel. Das war's dann schon. So sieht's dann im Backofen aus, so sieht's fertig. So, nächste ist eine Sonderkreation. Alles Liebe zum Muttertag gemacht. Burrata mit Sauerkirsch. So, wir fangen an. 5,5 Liter Milch, 1,5% Fett. Dann brauchen wir feine Grieß, 50 Gramm. Pudding-Vanille, 25 Gramm. Es gibt den Beutel Pudding-Vanille mit 37 Grad. Bitte 25 Gramm abmessen. Dann 5 Esslöffel Zucker. Rein natürlich alles in die Milch. 90 Gramm Butter, bitte ganz wichtig, 90 Gramm Butter, weil das in eine Herzform reingeht, wichtig. Dann noch Bourbon Vanilleschote, auch am Schluss rein. Dann hier sieht man Sauerkirsch, 200 Gramm, gibt es in Glasfläschchen, so ein 375 Milliliter, 200 Gramm abmessen. So, jetzt kommt der ganze Inhalt, Milch, Grießpudding, Vanillepudding, alles schön rein, schön verteilen, dann die Sauerkirsche auch schön auflegen, schön gleichmäßig verteilen und schon kommt der Blätterteig, der Oberteil oben drauf, in den Herz rein, versuchen die Kanten schön zuzumachen und so sieht es dann zum Schluss aus, im Herz, Burrata mit Sauerkirsch. Backofen bei 200 Grad Umluft oder bei Gas 175 Stufe 3. Jo, und dann ab in den Ofen. Backzeit bei 35 Minuten, manchmal sogar bis mehr. Wichtig, dass es braun wird, wie die Idee. Und so sieht dann Burrata fertig aus. Und nicht vergessen, Puderzucker drauf. Oder Zimtzucker, je nachdem, was Ihnen gefällt. Ja, guten Appetit, lassen Sie sich schmecken. Und so sieht dann meine Burrata Sauerkirschkreation aus. Ja, sieht sehr lecker aus. Das ist eine Eigenkreation. Guten Abo. So, gleich kommt als nächstes die einfache, die Standard Burrata, die jeder kennt, bei 0,8 Liter Milch, weil es ein ganzes Blechgröße ist. Das ist etwas mehr. Dann feiner Grieß, 70 Gramm, ganz wichtig. Dann als nächstes kommt Pudding-Vanille, 37 Grad in Beutel, plus 8 Esslöffel Zucker, alles in die Milch rein und dann 120 Gramm Butter, auch ganz wichtig, nicht beim letzten, wie es beim letzten 90, sondern 120 Gramm Butter bitte. Ja, und dann immer weiter rühren, Milch wärmer kommen lassen bei Stufe 3, so dass es dass die warme Milch wird, dass der Inhalt nach oben steigt und dann immer wieder rühren und ganz wichtig, eine Vanilleschote reinmachen, ab also von dem, damit das Geschmack gut ist. Dann Blech vorbereiten, einschmieren, mit Butter einschmieren, dann kommt schon der Blätterteig drauf. Wenn Sie nicht mit Oliven, mit Butter eingeschmiert haben wollen, dann nehmen Sie Backpapier, das ist Ihnen überlassen. Dann wieder schön weiter rühren, rühren, rühren. So, dann schon wird der Inhalt dann schon drauf gemacht, gut verteilt. Den Rest vom Topf noch schön gleichmäßig verteilen. Falls es Bauch gibt, immer weiter, immer drauf und verteilen. Kurz abkühlen lassen. Und dann kommt schon der Blätterteig oben drauf. Gut verteilen. Abschluss suchen, die Kanten zumachen und dann am Schluss, je nachdem, für 6 oder 8 Personen leicht in den Blätterteig die Stücke anritzen, nicht schreiend schneiden, sondern anritzen, dass Luft durchkommt, so dass es dann auch schön braun werden kann. Ja, dann nochmal ein bisschen drüber schmieren am Schluss mit Butter, wie so gerne. Und dann sieht es schon so aus, nach 35 Minuten bis 40 Minuten, sehr lecker.
und natürlich dann obendrauf als Krönung Puderzucker oder Zimtzucker. Und das war's schon. Dankeschön.